Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem Hot oder Schrott Video wieder zu einer B-Ware von Mediabook. Denn es ist mit Mel Gibson Blattfaser. Schon machen wir mal auf. Sind auf jeden Fall anders eingeschweißt als die Standard-Variante. Standard, also Mediabook. Und wir sind nachträglich nochmal eingeschweißt worden. Jo, also auf jeden Fall hatte ich da jetzt auch schon das Steelbook, das werde ich wahrscheinlich im nächsten Verkaufsvideo mit verkaufen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen es uns mal an. Ne? Ja, wie gesagt, B-Ware. Mal schauen, ob was auffällt, wo jetzt nicht perfekt ist. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall auch außenrum wieder matt gehalten und in der Mitte haben wir wieder so einen Glanzeffekt. Genau. Dann haben wir hier den Spine, der ist auch glänzend gemacht. Und hier die Rückseite. Hier sieht man dann auch noch eine B-Ware. Und auch hier ist glänzend. Und dann hier ist matt dann. Finde ich schön gemacht auf jeden Fall. Macht nämlich schön. So, und dann haben wir hier schon mal die Blu-ray. Genau. Dann schauen wir mal. Ja, nicht ganz so viel Text, aber schön auch gemacht innen drin, dass es nicht ganz so leer ist. Dann haben wir die DVD. Genau, sieht auch recht gut aus, ist aber jetzt kein durchgängiges Cover. Sieht aber trotzdem cool aus. Ja, wieder keinen richtigen Fehler erkannt. Es ist fest alles eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Schreibfehler drin ist oder was, aber keinen direkten ersten sehbaren Fehler konnte ich jetzt nicht finden, dass es B-Ware ist. Und ja, ich würde ihn, wie viel gebe ich? Ja, 7 von 10 Punkte. Ist recht gelungen. Außen ist immer klasse gemacht von dem, das innen gefällt es mir eigentlich auch gut. Und ja, wir gehen wieder in die andere Perspektive. Ja, wir sind zurück. Genau wie in anderen B-Waren-Editionen von Nameless konnte ich keinen offensichtlichen Fehler finden. Mediabook ist echt auch gut gelungen. Mit dem Glanzeffekt bin ich echt großer Fan. Vor allem auch dann, wenn man so Übergänge macht und dann hier so einen Glanz mal reinmacht. Das ist echt, gefällt mir richtig gut. Da kann man es dann auch mal verzeihen, wenn es oft Rebacks sind. Ja, finde ich gut. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film findet und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Servus.